Hey und herzlich willkommen zum Think Tuesday mit dem Spiel Hearthstone. Ich wollte ja heute die Solo-Abenteuer machen, die Herausforderungen. Dann fangen wir mal mit dem Jäger an. Und hoffen einfach mal, dass wir gewinnen. Mal schauen, was wir dann aus der Kiste kriegen, wenn wir gewinnen. Aber ich denke mal, wir gewinnen. Wir sind so gut. Oh, was hat der denn dann? Willkommen im grimmigen Säufer. Lass die Jagd beginnen. Den will ich nicht haben. Die sind okay. Ach, ein Sechser. Na super. Was ist das hier? Helmfähigkeit leg aus den massierten Decken ein Diener auf den Spielfeld. Ach, aus jedem, also aus meinem und aus seinem. Das ist ja mal cool. Grüß. Kneipenschlägerei! Das war's. Oh. Fertig drücken. Vergesse ich auch noch die Hälfte hier. Schauen, was kommt. Na super. Das hat ja auch voll was gebracht. Und macht er das jetzt jede Runde? Jetzt habt ihr aber ein Problem. Phalanx, schnapp ihn dir. Das ist ja mal richtig übel. Erhält, wenn ein wenn ihr keine Karten auf der Hand habt. Ich habe Karten auf der Hand. Ach Mensch, was mache ich denn? Und cool. Das ist doch mal nice, nice, nice. 5 Schaden. Die hier raus und greifen. Ach, das gewinnen wir locker. Locker floggig. Was lauert in den Tiefen? So. Dann schauen wir mal. Na. So, und in der nächsten Runde haben wir schon gewonnen. Das war mal eine richtig einfache Runde. Haut dann die wieder weg. Na egal. Hauen wir den einmal hier um. Den hätte ich auch genau rausgespielt. Naja, egal.
mal schnell Feinde. Das passt mir gar nicht. Aber was soll's? Naja, was soll's. Dann kommt jetzt in die nächste Runde. Verursacht 3 Schaden sind. Okay. Ah, okay. Ich hoffe mal, dass die Runde auch so schnell geht. Die jetzige war ja mal richtig. Jaina gegen die Dunkeleisen-Arena. Ein neuer Herausforderer. Ihr habt es so gewollt. Okay. Meine Damen und Herren Zwerge, heute bieten wir eine Mordshow. Die größten Legenden Azeroths gegen einen einzigen Abenteurer. Na egal. Okay. Heldenfähigkeit ruft einen Zuschauer 1-1 mit Spott herbei. Oh, das Publikum ist schon ganz ungeduldig. Also, was ich machen muss, ist eigentlich nur diese Karte noch spielen und hoffen, dass eine gute Karte dabei ist. Ach so, läuft das. So läuft der Hase. Macht euch bereit für eine Märchenstunde mit einem drolligen Pandaren. Lehrensucher Cho! Möge die Jade-Schlange euch leiten. Ja, mit euch kann ich auch. 3 weniger. Jetzt haben wir gleich 4. Okay. Wenn wir die rausspielen, den kaputt schießen. Angreifen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt muss ich mal ein paar Karten ausspielen. Euch kann ich's aufnehmen. 8. 9. Meine Echos sind ewig. 10. Ach Mensch, hör auf damit. Mensch, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mist. Jetzt wird deine Karte von mir zerstört. Gut. Mal, wenn ein Diener Schaden erleidet, einen weiteren Gast herbei. Ich bin dabei. Okay. Sein Sohn soll eines Tages in seine Hufstapfen treten. Macht ein wenig Lärm für Kern Blutu. Verzagt nicht. Die Erdenmutter ist nah. Was kommt? Spiel aus. Und was kommt hier? Spielen wir auch raus. Spielen wir die raus. Das war's.
So, 1920. Ah, jetzt wird es kuschelig warm in der Arena. Ein heißes Willkommen für Baron Geddon. Ihr werdet hier. Kommt alle her! Die Mutter sind auf uns gerichtet. Abreibung. Machen wir den erstmal kaputt. Oh, schön. Prügelzeit. Oh, das ist auch schön. Verleiht einen Diener Angriff plus 2 in diesem Zug. Mal sehen, ob das funktioniert. Ach, plus 2? Minus 2, ich trottel. Nein! Ach, je, minus 2. Die wäre gut für mich, die Karte. Könnte ich alle Karten nehmen. Okay. Lese ich da plus oder minus steht? Wenn man Zwillingskriegsgräben hat, nicht Illidan Sturmgräben. Ihr wisst nicht, was euch erwartet. Ja, mit euch kann ich's aufnehmen. Friert einen Charakter ein. Okay. Spüre die Gesetze der Physik! Auf die Begabung! Auf die Begabung! Und nächste Runde habe ich bestimmt gewonnen. Mechanisch optimiert für maximale Zerstörungskraft. Der Feind Schnitter 4000! Sicherheitsbeschränkungen deaktiviert. Ernte automatisch. Ja, aktiv. Euch kann ich's aufnehmen. Das bringt alles nichts. Er ist tot. Schauen wir nochmal, was hier in den Karten drin ist. Warte, du schießt mal einfach so ab. Und die letzte. Okay, jetzt können wir nochmal so just for fun alle hier killen. Lebt er noch mal eine Runde länger. Gegenmaßnahmen aktiviert. Alle her! Direkt aus den Düstermarschen über Sturmwind hierher eingeflogen. Onyxia! Ihr wagt es, Schwinges Tochter herauszufordern? Bringt einen Diener zum Schweigen. Okay. Ruf zur Welt empfehlen. Soll ich noch eine andere Runde machen? Ich bin jetzt schon bei 14 Minuten der Aufnahme. Glaube nicht, oder? Wenn ich nicht so viel rumgespielt hätte, wäre es schneller gewesen. Ach komm, machen wir noch ganz schnell. Jetzt machen wir aber eine schnelle Runde.
Garrosh gegen Gar! Bei mir werdet ihr auf Granit beißen. Sieg oder Tod? Den weg. Ich möchte wissen, was das hier ist. Ich denke mal, wenn ich einen töte, explodiert er. Es ist für jeden feindlichen Held. Für jeden feindlichen Helden. Für jeden Feuer, der in diesem Zug gestorben ist, ein Schaden zu. Also fügt dem feindlichen, nicht für jeden, sondern fügt dem feindlichen Helden einen Schaden zu. Für jeden, der gestorben ist. Und was macht der? Fügt allen Dienern einen Schaden zu. Ah, das ist der eine, genau. Verleiht einen verletzten Diener. Eine Karte, nein, bräunlich. Nein! Diese Sonne. Fügt dem feindlichen Helden jedes Mal zwei Schaden zu, wenn dieser Diener Schaden erleidet. Wer juckt es in der Hand? Okay. Haltet still! Und nächste Runde ist er kaputt. So eine ganz schöne Runde. Ohne viel ungezählter. Ach, die hat 4 Minuten gedauert. Komm, dann machen wir nochmal schnell die letzte von den beiden. Ich denke mal, nächste Woche werde ich dann wieder die andere spielen. Also wieder die Instanz. Thrall gegen Baron Geddon! Macht der, ruft der mal einen Helm herbei? Der muss weg. Das dauert zu lang, bis ich den beschwören kann. So. Fügt dem feindlichen Helm 5 Schaden zu, während er noch Mana hat. Okay. Kein Mana. Ja. Schon
Der Mana. Mist. Das war's. Verursacht Schaden, Überladung. Meiner Kristall wird wieder nutzbar. Ich habe zwei überladen. Sind die wieder nutzbar? Jo, cool. Dann brauche ich den ja gar nicht mehr. Das war's. So. Die Bombe tickt, Sterblicher. Tick, 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 tick. Erzeugt 1 bis 4 Angriffe. Der Feuerfürst. Boah. Ja, war schon dabei. Also ich muss ein bisschen mehr mit meinen Dingen spielen. Mein Tod dann ist, weil sonst habe ich gleich keine Karte mehr und dann sieht es ein bisschen übel aus. Die Scham mit dieser Heldenfähigkeit. Nicht? Okay. Ach, Gott sei Dank. Nein! Jo, danke schön. Das ist egal. Jetzt bin ich auch so kaputt. Und gewonnen. Ja, das war jetzt auch mal eine schnelle Runde, obwohl die ein bisschen länger jetzt gedauert. Aber erfolgreich. So, das war's dann für den Things Tuesday, obwohl es noch gar kein Dienstag ist. Erst in einer Stunde. Aber ich werde es jetzt hochladen, wenn es fertig ist, hochzuladen. Dann ist es halt Dienstag. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.